Naja, nur echt mit einer richtigen Panne. Also gut, klar, ich bin eh ein Technik-Depp. Also das Mikrofon habe ich jetzt gefunden. Herzlich willkommen in Gelting, in der Kulturbühne Hinterhalt, zum inzwischen sechsten Livestream. Heute ist ein denkwürdiger Tag. Heute vor 75 Jahren haben amerikanische Soldaten in Süddeutschland, also in Oberbayern, aber ansonsten die alliierten Soldaten, durch ihren Einsatz erreicht, dass Nazi-Deutschland kapitulieren musste. Und wir hatten vor Monaten schon ein Konzert anberaumt. Da gab es noch kein Corona, das wussten wir nicht, dass es Corona gibt. Mit den One and Only Stimulators einen Abend Musik der Freiheit. Also mit den Amerikanern kam auch die Pop, die populäre Musik. Und es ist ja wirklich auch mal denkenswert, seit 75 Jahren leben wir hier in Frieden und das haben wir unter anderem den Alliierten, unter anderem auch den Amerikanern zu verdanken. Das ist für uns ein ganz besonderer Tag. Es freut uns ganz besonders, dass die Stimulators Zeit gefunden haben und Laune hatten, obwohl wir leider niemand ins Publikum einladen konnten, nach Geretsried zu kommen und an diesem denkwürdigen Tag ein Konzert zu spielen. Eingeladen hat sie der Kulturverein Isar-Loisach in die Kulturbühne Hinterhalt. Wir freuen uns total, dass es geklappt hat. Und was mich noch mehr freut, wir bitten den Bürgermeister, gerade wiedergewählt, der uns immer unterstützt hat in der Kulturarbeit auf die Bühne, dass er sie herzlich willkommen heißt. Und danach geht's los. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, heute ist tatsächlich ein sehr denkwürdiger Zeitpunkt, Tag, aber überhaupt ist dieses Jahr ein denkwürdiges 75 Jahre Kriegsende, 70 Jahre Gemeindegründung, 50 Jahre Stadterhebung und 29 Jahre die Stimulators in Geretsried. Also das ist ein Grund zum Gedenken, zum Innehalten, aber natürlich auch zum Feiern. Ja, Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und eigentlich auch wieder nicht. Denn Geretsried war vor Corona eine Kulturstadt. Geretsried ist während der Corona-Zeit eine Kulturstadt und es wird es auch nachher sein. Wir haben ja dieses Jahr auch unseren Kulturherbst. Wir haben gedacht, dass wir auch das im Sommerfest groß unser Stadtjubiläum feiern. Da müssen wir ein bisschen Abstriche machen, da werden wir sehen, wie das am Ende dann auch ausgeht, wie auch die Regeln dann sein werden. Auf alle Fälle haben wir den Kulturherbst bis dato noch nicht abgesagt. Wir hoffen, dass wir immer noch in irgendeiner Form das machen können. Es wird sich zeigen, wie diese Pandemie sich weiter ausdehnt. Zwischenzeitlich helfen uns die modernen Techniken darüber hinweg. Das nutzen wir jetzt auch. Da bedanke ich mich auch ganz besonders auch beim Kulturverein Isar-Loisach für sein kulturelles Engagement, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Die Unterstützung der Stadt, des Bürgermeisters, des Stadtrates darf ich an der Stelle auch noch mal ausdrücklich kundtun. Ich freue mich jetzt auf ein schönes Konzert. Ich freue mich auf weiterhin viel Kulturarbeit, die wir auch weiterhin unterstützen werden, trotz der sicher vor uns stehenden schwierigen Zeit, auch die Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben. Aber das ist ja das Besondere an Geretsried. Es hat immer sich den Herausforderungen gestellt. Es ist unter besonderen Umständen gegründet worden. Es ist unter besonderen Umständen zur Stadt geworden. Und jetzt werden wir auch in besonderen Umständen die Kulturstadt Geretsried weiterleben lassen. Und dafür mein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die da mitmachen, an die Künstlerinnen und Künstler, an die Kulturorganisatoren, an die Stadträte, an die Bürgerinnen und Bürger, an alle, die daran mitwirken. Ein herzliches Dankeschön. Euch jetzt noch einen schönen Abend, uns jetzt eine gute Zeit und allen zusammen bleibt gesund. Das ist jetzt nicht persönlich. Strikte Vorschrift, alles. Eigentlich alles normal heute an diesem 8.5.2020. Wir sind im Club, es war wie ein normaler Tag. Wir sind zum Gig gefahren, haben aufgebaut, haben einen Soundcheck gemacht. Nur ihr seid es leider nicht direkt hier. Es wäre viel schöner, wenn ihr natürlich da wärt, wie es normalerweise hier brummt, die Bude, wenn wir spielen.
Aber ihr seid da draußen und wir versuchen euch zu fühlen. Wir spielen erstmal die erste Nummer, ein Lied, das wir schon auf unserer ersten CD Voodoo Swing 1999 gecovert haben, ein alter Blues, der da heißt St. James Infirmary Blues. She was laid out on a long white table, so cold, so dead, so pale. When I die, Lord, please bury me. My Stetson hat, my box back coat, put a $20 gold coin on my watch chain so the boys can see that I died standing pat. Thank you.
Let it go, let it go, let it go. God bless her. Wherever she may be, she may search the whole wide world all over. She ain't never gonna find another sweet sugar daddy like me. Now, give me six craps, shoot 10 pallbearers. I want a chorus girl to sing me a song. I want a red hot jazz band at the top of my head, so we could raise hallelujah as we go along. Raise some hallelujah. You let me have another shot of that booze. If any of the guys back home should ask you, you just tell them I got those St. James Infirmary blues. Oh, wait. I went down to St. James Infirmary to see my baby there. Ooh. She was laid out. So cold, so dead, so fear. We'll be right back.
Vielen Dank, vielen Dank. Die Helfer sind ganz weit weg von uns hier hinten. Danke, dass ihr applaudiert für das Publikum. Dann können wir ein bisschen was fühlen hier. Wir haben noch einen mitgebracht, der Neue in der Band, mehr oder weniger. Er ist erst seit 2003 dabei. Und am Saxophon für die nächste Nummer auch und für den Rest des Sets. Herr Márcio Dubino aus Porto Alegre, Brasilien. Das Stück, das wir spielen, ist von unserer CD Loaded und heißt Loaded. Also, this guitar is loaded. Was war das für ein Jahr? Ich hab's vergessen. 2009 oder sowas schon. Genau, und das Stück heißt Loaded und es beginnen Florian Sagner an der Trompete. Ihr habt ihn eben gehört mit einem wunderbaren Trompeten-Solo schon. Und er ist hier aus dem Landkreis, er ist nicht weit weg, im Isartal. Ich bin das erste Mal seit 2,5 Monaten jetzt wieder hier, Gott sei Dank. Hatte ich einen Schein, um hierher zu kommen. Seid ihr soweit, Jungs? Beginnt ihr die Nummer. Noch eine Bitte an den Techniker. Die Akustikgitarre ist jetzt nicht mehr da drin oder leiser wie vorher. Wenn es geht, ein bisschen mehr Akustikgitarre in diesem Monitor hier bei mir. Das wäre toll. Top. Exploded. Yes, the message is decoded, but we don't give a damn. Our data are infected. The virus is detected. You feel neglected, but we don't give a damn. 'Cause this guitar is loaded. This guitar is loaded. Yeah, this guitar is loaded. We don't give a damn. Don't you know that this guitar? This guitar is loaded. This guitar is loaded. We don't give a damn. Self-opinionated and a little bit outdated. But we don't give a damn. You say we're overrated, self-opinionated, a little bit outdated, and we don't give a damn. 'Cause this guitar is loaded, this guitar is loaded, 'cause this guitar is loaded, and we don't give a damn. Don't you know that this guitar is loaded, this guitar is loaded, 'cause this guitar is loaded. We don't give a damn. Break it down.
when the virus is detected. You say you feel neglected, and we don't give a damn. Well, you say that we're outdated and self-opinionated. We'll be excommunicated, and we don't give a damn. Cause this guitar is loaded. This guitar is loaded. This guitar is loaded. We don't give a damn. Don't you know that this guitar is loaded? This guitar is loaded. This guitar is loaded. And we don't give a damn. Das war für uns und für euch ein völlig neues Arrangement, weil wir wussten nicht mehr genau, wie es geht. Ist egal. Es ging auch so. Wir möchten jetzt ein Lied von 1933 spielen. Oder die Melodie des Liedes ist aus dem Jahr 1933 von einem gewissen Django Reinhardt geschrieben. Wir haben es stark bearbeitet. Wir haben es uns erlaubt, es zu bearbeiten. Und wir wollen es für unsere Freunde, die Franzosen, spielen, die es irgendwie viel härter noch getroffen hat wie uns. Also dagegen ist Bayern richtig locker, möchte ich sagen. Liebe Franzosen, haltet durch. Und das Lied heißt Django Style. Man kann alles so machen oder so, oder man kann es Django Style machen. Wir machen es Django Style. Thank you.
through curb and parked on the outskirts of town. Some crazy mother came along and burnt my mother down. Now all you got left are two fingers on your left hand. How are you gonna explain that to the rest of the band? Yeah. Jungle style, we do it. Jungle style. Watch out, Johnny, did we do it? Jungle style. Jungle style. Jungle style. Watch out, here we come. Jungle style. You bought yourself a brand new convertible car. Headed south in the winter with the top down. You couldn't get so far. Heading south across the Alps with your top down in the winter. Trying to make a gig of some Italian town. Ooh. Jungle style. Jungle style. Watch out, Johnny, did we do it? Jungle style. Jungle style. Jungle style. Watch out, here we come, Django Scott. Here's it, boom. Stop, 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 stop. Jungle style, jungle style. Watch out, Johnny Depp, we doing it. Jungle style, jungle style, jungle style. Watch out, here we come, jungle style. Dankeschön. Now, a word to our viewers abroad in the big, bad internet world. We're here at one of our favorite clubs. We've been playing here for 20 years or more, just about once every year. It's a place called the Hinterhalt Ambush in Gelting, south of Munich. Fantastic club. We hope to play here again with an audience next year when all this craziness is over. Next song is a song we're going to play. I can't for the life of me remember which one. Yes, it's a new song called Rock Steady Cumbia, and it's neither rock steady nor cumbia. What is it? It's... ska, Latin ska, I don't know. It's a known composition, which hopefully will be on an album we've been trying to start to record for about 5 years now. We'll see what happens. This is Rock Steady Cumbia. Rock steady, cumbia.
Where'd you get that sense in me? I got it down in Barranquilla. Where'd you get that topo say? I got it in Montego Bay. Singing Rocksteady, cumbia. Rocksteady, 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 cumbia. Rocksteady, Rocksteady. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das war ein noch nicht veröffentlichtes Stück eigentlich. Aber jetzt ist es ja praktisch im Web und wenn es im Web ist, ist es weg. Sorry Jungs, hätte ich euch vorher sagen sollen. Es ist Zeit, die Band vorzustellen. Am Schlagzeug der fantastische
Hans Mühleck, muss man fast schon sagen. Sitzen bleiben, sonst bist du nicht drauf, genau. Ich sitze auch nicht, also ich sitze wegen der Akustikgitarre, bleibe hernach auch sitzen, weil wir ja nicht genug Personal für Kameras und so haben. Da wären dann zwei Einstellungen höhenmäßig gewesen. Jetzt bin ich weg, jetzt bin ich wieder da. Drum spiele ich dann auch mit E-Gitarre sitzend. Ihr verzeiht mir das hoffentlich. Ja, obwohl, also die Leute, die klatschen, hätten ja auch Kameras bedienen können. Na, so ganz klar ist, sagen wir, diese ganzen Regelungen nicht, muss ich sagen. Aber es ist ein anderes Thema. Am Bass, natürlich. Gründungsmitglied der Stimulators. Steht da wie ein Brezen immer noch. Heute wieder mal der fünfseitige Bass. Herr Uli Lehmann, bitte. Songwriter, Gitarrist, Sänger, Herr Oliver Stephan. Natürlich nochmal Marcio Tubino an der Flöte, jetzt noch nicht, aber später. Saxophon, Vocals, Percussion, Marcio Tubino aus Brasilien. Und Trompete, Flügelhorn, Congas, Percussion, Vocals, der einzigartige Herr Florian Sagner. Unser Fahrer, der nebenbei auch ein bisschen Gitarre spielt, die Band seit 1897 leitet, Herr Peter Schneider an der Gitarre. Wir möchten ein Stück spielen, das wir wieder in einem völlig neuen Arrangement spielen wollen, weil der Marcio hat das Pandero vergessen. Ich habe so eine schöne Pandero-Geschichte, aber er hat es vergessen. Aber ist egal, das Stück ist auch so schön. Es heißt Flying Down to Rio, ist unser zweiterfolgreichstes Stück. Wir waren aufgrund dieses Liedes schon mal eingeladen, nach Rio de Janeiro zu fliegen, all inclusive. Nur zwei Konzerte spielen, eine ganze Woche bleiben und so. Wir sind damals nicht geflogen, weil wir gerade keine Zeit hatten, wollten in einem Monat fliegen, dann war die Firma pleite, die das finanziert hätte. So ist eben das Leben. Manchmal kommt es ganz schnell, wie wir jetzt wieder gemerkt haben. Also genießt es zu Hause, springt aus den Sesseln, tanzt den Samba. Das Stück heißt Flying Down to Rio. Come with me, oh, we're flying down to Rio. Never your mind about all of Havana, cause we're going straight to the Copacabana. Da-d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 a
Never you mind my friend Ginger, cause we gonna be dancing like a carnival ninja. Back of bangs and moving over to the place where they meant to the bossa nova. I Nova. Want to fly to Rio. Fly down to Rio. We're flying down to Rio. Flying down. We're flying down to Rio, flying down. I know this guy's an old karaoke, going up in the Malatoka. Winning and then some land, and now he play football like over sailor. Now I know this girl, her name is Miranda. She ain't never heard of Carmen Miranda. But she shake it up, she sure to get dizzy, and it ain't no bananas that's keeping her busy. We're flying down to Rio, flying down. We're flying down to Rio, flying down, fly me down. Thank you.
your bags and come with me home. We're flying down to Rio. Never mind about all the band niggas, we go straight to the Copacabana. Be dancing like a carnival ninja. Pack of bags and moving on to the place where the event of the bossa nova. Caipirinha, wir bleiben in diesem südamerikanischen Feeling. Wenn ihr aufgesprungen seid von der Couch, wie ich es gesagt habe, und noch kein Getränk habt, dann ist es jetzt zu spät. Weil jetzt kommt bereits das nächste Lied von unserer CD Pirate Music und von unserer CD, wo war das noch drauf? Na, die letzte Live, wie hieß die? Ich habe es vergessen. Na, die rote Live. Rhythm Fever. Rhythm Fever. Da ist dieses Stück nochmal drauf und das heißt Caipirinha. Es war auch sehr erfolgreich. Wir haben dann immer viel Caipirinha getrunken. Das war teilweise ein Problem, aber es ist okay. Zum Glück sind wir keine Alkoholiker geworden. Zum Glück sind wir keine Alkoholiker geworden, das stimmt. Wir grüßen den großartigen Herrn Hader. Alles mit Struktur. Der uns Struktur in dieser schweren Zeit gegeben hat. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, der hat einen kleinen Post gemacht über Struktur in der Corona-Krise. Großartig, der Mann. Caipirinhas Rezept gebe ich jetzt nicht bekannt, aber es kommt eh eigentlich im Songtext vor, Oliver. Englische Ansage noch für die anderen Leute da draußen. Okay, this is one of several songs we've written about alcoholic beverages. As a warning to stay clear of them because we never drink them. And this one is about one of our favorite beverages, a Brazilian thing called caipirinha. And, well, it's about caipirinha. All right. I'm not used to making speeches. I'm a man of few words. Can we start? Just little shotgun shack.
place now I'm going back. They got a little something there, guaranteed to take away your cares. You take a little bit of cash out, you add something more and some as you got. Guy Virginia, ooh, make me feel so good. Guy Virginia, just like I knew it would. Guy Virginia, Guy Virginia. Get my cakes off of something else. But if you think that I should really try it, who am I to deny it? They got a little something there, guaranteed to take away your cares. You take a little bit of cash, you add something more and some as you got. I've been Caipirinha.
Peter Schneider, folks. Peter Schneider. Ich wechsle Gitarren. Let me change guitars. Is anybody out there in internet land? If so, please leave us a message. Tell us how fantastic or how crappy we are. You don't have to mean it. Send hearts anyway. Es bleibt Zeit, mal hier die Freunde vorzustellen, die uns helfen, das alles zu realisieren. Erstmal nochmal Danke an den Kulturverein Isar-Loisach und an unseren Lieblingsclub. Also es ist wirklich einer meiner Lieblingsclubs, weil der klingt geil, der ist schön, der ist super gemütlich und da kann man sich treffen, da kann man Musik machen. Ich hoffe, diesen Club gibt es noch lange den Hinterhalt. Jetzt müsst ihr mir klatschen. Ihr könnt ihr für mich klatschen, ich habe ein Mikrofon in der Hand. Ja, danke. Wir haben uns wirklich wahnsinnig gefreut über diesen Anruf, dass wir hier spielen dürfen, können, sollen. Zusammen musizieren ist einfach was anderes. Wenn ihr jetzt noch hier im Raum wärt, dann wäre es nochmal was anderes, aber so ist es auch okay. Und dass ihr das sehen könnt, da haben wir einen Mann, der heißt Thorsten Thane, der macht die Kamera und die ganze Technik. Vielen Dank und einen Applaus an Thorsten. Ich sehe es noch nicht, wie es aussieht, aber ich glaube gut. Dann einen Mann, der schon sehr lange hier ist, ich glaube, der war 13 Jahre, ist er hier im Club eingelaufen und hat die Technik übernommen, kann man schon fast sagen. Und er macht super, ist der Henrik Möller und er macht den Ton heute Abend. Henrik, danke. Und Licht und die Facebook-Seite, den YouTube-Link und diesen ganzen Wahnsinn macht ein sehr junger Mann, den ich noch nicht so lange kenne, aber ich werde ihn kennenlernen jetzt. Und er heißt Marius Hammerschmidt. Marius, vielen Dank. Ich sag's immer, man braucht junge Leute. Wir sind verloren ohne diese jungen Leute. Und diese ganzen jungen Leute haben zurzeit keinen Job, so wie wir auch nicht. Wir sitzen zu Hause, weinen, trinken Alkohol. Nein, das lasse ich jetzt weg. Also wir haben nichts zu tun und es gibt einen Spende-Button für die Techniker, auch für uns natürlich. Wir haben Kinder. Ich bin Opa geworden, stellt euch vor kurzem. Und der Oliver ist dicht hinter mir, ganz dicht. Also wie lange dauert es bei dir noch? Ende Juni. Bis Ende Juni, dann ist er auch dran. Wir spielen jetzt ein Lied, das ist immer schon ein Künstlersong gewesen, in diesem Fall ganz speziell. Er heißt I Wish I Had Some Money in the Bank. Ein ernstes Thema und es gibt einen Spende-Button, wenn ihr noch welches auf der Bank habt, spendet uns was, es wäre geil. Wenn nicht, auch okay, sendet uns ein Like, das Künstlerbrot ist ja nur der Applaus. Das banieren wir dann auf und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das Stück ist von unserem Album. Oliver, du musst kurz die englische Ansage dazu machen, weil ich muss diese Gitarre stimmen. Okay, before we go on, I'd just like to say thank you again to the gentleman who introduced us at the beginning. He's the Lord Mayor of this town here, Geretsried. And very nice of them to support us here and to support this club. And all the culture, you know. This song is dedicated to all artists and all people who have to make a living and are finding it hard in these times. I'm trying to prolong this announcement so Peter can tune his other guitar. You tune. This is a song called I Wish I Had Some Money in the Bank, and it's in B flat. Thank you.
if I had some money, I know just what I would do. Yes, if I had some money, I know just what I would do. I would take that money and spend it all on you. That's why I wish I had some money in my back. Yes, that's me. Yes, I wish I had some money in my bank. Yes, that's me. Ain't a damn thing funny when you got no money. Vielen Dank, thank you. Ich habe eine Setliste, aber ich halte mich selten daran. Ich könnte mich daran halten, aber Oliver, willst du was Ruhigeres spielen oder you want to fat? What do you want to do? Yeah. Do it. Ein Stück von Billy Boy Arnold aus dem Jahr. Irgendwann, es hat uns auf einem Konzert in Nürnberg vor, letztes Jahr war das, gell? 2019? Oder 2018? 2018 schon, im Januar. Es hat uns förmlich angesprungen, dieses Stück. Es war ein Konzert im legendären Hirschen und es war eine Benefizveranstaltung für den großen Veranstalter, deutschen Veranstalter, Gerd Huke, und seitdem haben wir das im Programm. Gerd, die Nummer ist für dich. Thank you.
Early in the morning by the break of day, that's when my baby went away. Come back, baby, now I wish you would. You try and treat me like a good woman should. All my crying and pleading won't do me no good. Come back, baby, now I wish you would. Hey, tell me, baby, what you trying to do? Loving me and some other man, too. Baby, what you trying to do? Loving me and some other man too. Hugging and kissing, baby, late at night. Hey, make sure to make you feel alright. Early in the morning by the break of day, that's when my baby went away. Yeah, come on, baby, now I wish you would. Try and love me like a good one should. By the break of day, that's when my baby went away.
Well, tell me, baby, what you trying to do? Loving me and some other man too. I'm a crying and woman do me no good. Oh, come back, baby, now I wish you would. Oh, the hugging and the kissing, baby, late at night. Only sure to make you feel all right. Yeah. I wish you would. Ich schwitze genauso wie bei einem normalen Konzert, fällt mir auf. Also es hilft gar nichts. Es hilft nichts gut, dass wir so gut getrennt sind hier. Florian Sagner ist übrigens extra nicht auf der Bühne deswegen. Sieht aber geil aus, weil dieser Seitenhintergrund, da steht ja Flo. Hinterhalt, Florian Sagner. Das Logo zu featuren. Genau. Logo. Schriftzug. Bist du Logopäde oder was? Vorne ist übrigens Homeboy. Hier aus der Hood. Wir spielen jetzt mal eine Ballade, oder? Ja. Seid ihr bereit für eine Ballade? Es ist ein Liebeslied, auch bis jetzt unveröffentlicht. Und es handelt von einer Liebe, die jeder schon gehabt hat, die einfach nicht hingehaut hat. Kommt vor. Manchmal öfter, manchmal ganz oft. Aber so geht es immer aus. Es ist eine hopeless love, eine hoffnungslose Liebe. As he turned away to leave in the cold winter night, in the cold winter night. Well, as he walked away, the leaves were glistening in the street. They glistened red as blood, and her heart was blacker than the night, while his own had turned to mud in the cold winter night, in the cold winter night. In the cold winter night, in the cold winter night, it was a hopeless love. It was a hopeless love. It was a hopeless love. He picked a cloud out of the ash gray sky, a
and you blew the clouds away. You gave her the sun and the moon and a million stars and a bright sunshiny day in the cold winter night. 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 It was a hopeless love. Love. It was a hopeless love. It was a hopeless love. Thank you. Eigentlich haben wir schon lange überzogen, aber egal, oder? Wann sperrt's Internet zu? Ich weiß es nicht. Liebe Zuschauer, wisst ihr überhaupt, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, als es noch einen Programmsendeschluss gab? Ich war gezwungen, ins Bett zu gehen, weil es aus war. Komm, also wenn ich das heute den Jugendlichen erzähle, die flippen aus. Die schauen mich an, entgeistert. Na, egal. Wir spielen jetzt ein Lied, das auch noch nicht aufgenommen, auch eine Premiere mehr oder weniger. Es heißt Hotel Usbekistan, ist aber in einem Stil, den man als am ehesten als afrikanischen Blues bezeichnen kann. Desert Blues. Es gab früher ein wunderbares Festival, wo war das, Oliver? In Mali. In Mali, und da hat der Oliver mal eine CD ins Auto mitgebracht und wir sind total abgefahren auf diesen Tuareg-Sound. Und das machen wir jetzt. Viel Spaß. Looking down on Town Lane on the 16th floor, looking down on Dam Lane at the hotel,
find the hotel in Uzbekistan. At the hotel, at the hotel in Uzbekistan. Well, there's a little old bar called the Bar Sherazade. There's a little old bar called the Bar Sherazade. At the hotel, at the hotel, Uzbekistan. Lasky dancing in the ballroom down below. Everybody's Lasky dancing in the ballroom down below. At the hotel, at the hotel, Uzbekistan. Dankeschön. Hotel Uzbekistan. We have two more songs for you. One is called Ride Your Donkey. Yes, this is a tune from the 60s by the Tenors, also covered by Joe Strummer and all sorts of people. It's called Ride Your Donkey, and it's about riding your donkey. Nothing for me.
major key. Daddy knew that I was smart. Yes, deep within his heart, Daddy knew that I was smart. And the only tune that I could ever play, oh, the only tune that I could ever play, oh, was Righty Donkey. Nothing for me. Gallop your donkey. Daddy gave a fiddle to me, but the only tune that I could ever play, yes, the only tune that I could ever play, was Righty Donkey. Nothing for me. Gallop your donkey. Thank you. Noch einmal Florian Sagner, das war Florian Sagner, dieser wunderbare Chor und Marcio Tubino. The I2s, all right. Uli Lehmann am Bass für euch. Hans Mühleck. Oliver Stephan. Peter Schneider. Wir haben noch ein Stück für euch. Das letzte Stück. Ich weiß nicht, wie lange diese Corona-Krise noch geht. Aber das Rezept für diese Krise hat der Oliver Stephan vor der Krise schon geschrieben. Es heißt House Full of Liquor. Und der Refrain geht aber: I've got a house full of liquor, but ain't nobody drinking with me. Thank you.
from work and I get home and I shout hooray. Yes, I come home from home and I get shout hooray. I'm heading straight for my bottle of Tanqueray. I got my tonic and my cucumber. I got my Thomas Henry tonic and a slice of cucumber. You know I'm dead tired, but I got no time to slumber. Hey, hey, hey. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. They don't even drink it with me. Chivas Regal. I got my Glen Marange and my Chivas Regal. Almost everything I got is strictly legal. And Chandler's Menlis, you know, soy pendejo. And Chandler's Menlis, you know, soy pendejo. All the rum I got is about 12 years or more. And yeah, oh, yeah, yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor, but ain't nobody drinking with me. Thank you.
got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. Yeah, yeah. I got a house full of liquor. And nobody drinking with me. Dankeschön, thank you and good night. Hoffentlich bis bald live irgendwo. Bleibt's gesund. Es war sehr schön für euch. Ich wusste nicht, dass das Internet Zugabe schreien kann. Wollt ihr noch einen hören? Kann die Band noch? Kann denn die Band noch? Hat die Band noch Kraft? Einer geht dabei, genau. Aber jetzt spüren wir erst einen oder ein saftiges Bier. Also, du nimmst mit. Okay. Ich hoffe, ihr an den Bildschirmen zu Hause habt auch etwas zu trinken. Auch. Du nicht, Uli, okay. Jetzt fällt es mir auch auf, dass ich total vertrocknet bin. Wir spielen I Like It. Jetzt gibt's, dann gibt es hoffentlich ein paar Likes. Ja, genau. Das wäre was. Das wäre doch mal was. Sind wir eigentlich überhaupt noch on the air? Ja. Okay, you've been a wonderful audience, both of you. Okay, we hope you enjoyed it. We certainly did. It's the first time we've played together since February, I think, before the plague started. I just the way it is, I dig it. So please don't try to change a little bit of thing. I love it, it's the way it sounds, I love it. So please don't try to put it down on the road. You like it, I like it, I like it, I like it. Thank you.
why don't you give a little bit of it up to me? You turn me, I turn me on, you turn me. It's the way you walk and the way you talk to me. Come on, everybody, make me jump and prance. Girl in the frog and man in the pants. Come on, everybody, make a nice up there. Yes, I like it. I like it. I like it. I like it. Well, now come on, everybody, make me get right down. Come on, everybody, make it rock this tone. Come on, everybody, international style. Come on, everybody, make it rock it. You know I like it. I like it. I like it. I like it. Watch out, dance all style. Well, I'm walking low, I got me, I'm a walking lot of gal. Walking low, I got me, I'm a walking lot of gal. Walking low, I got me, I'm a walking lot of gal. But you're the only one who have me in and no else in. I like it. Vielen Dank, vielen Dank. Es war schön mit euch. See you soon.